Der Caravansalon 2021 mit Lastrada. Nova heißt dieses Modell und es klingt so, als wäre es aus Italien, aber ich habe mich schon in Bern eines Besseren belehren lassen. Die Fahrzeuge kommen tatsächlich aus Deutschland. Ich grüße dich, Tim. Hi, grüß dich. Ja. Du bist Händler, oder? Richtig, ich bin von Seecamper am Bodensee und seit letztem Jahr September auch eben Lastrada-Händler. Ja, gar nicht so einfach, da ranzukommen, denn ich sag mal, das ist jetzt keine Riesenauflage, wie die Autos gebaut werden, oder? Ja, nee, da waren wir auch sehr lange im Kontakt und haben uns dann auch sehr gefreut, dass das geklappt hat, ja. Ja, das ist aus einem Guss, das ganze Auto, oder? Richtig, genau. Also der Aufbau ist komplett aus einem Guss, ist auch eine exklusive Anfertigung, gibt es auch nur so bei Lastrada und ist natürlich so mit Langlebigkeit nicht zu übertreffen. Aber was ist das für ein Material? Das ist GFK, der Aufbau. Komplett. Okay. Und da ist außen jetzt ein Gelcoat oder was ist da drauf? Oh, da müsste man den Techniker Farbe dazu holen, genau. Okay, klasse. Ja. Also das ist auf jeden Fall ausbesserungsfähig. Also wenn es da mal zum Unfall kommen sollte, GFK kannst du prima ausbauen. Ja, definitiv. Ist ein Boot quasi, oder? Das ist ein Boot, ja, auf Rädern, ja. Und auch von der Qualität in dementsprechend natürlich top, ja. Sieht man das große Fenster hinten. Alles ist hier anders wie das, was man kennt. Die Heckgarage ist hinten. Das Bett ist auch hinten? Genau, das ist der EB ist jetzt konsequent das Zwei-Personen-Fahrzeug mit Einzelbetten. Sehen wir ja gleich nochmal von innen. Gibt es ja noch den kleinen Bruder, den Nova M nebendran, der dann nochmal für drei Personen ist. Aber hier haben wir eben ganz konsequent für zwei Personen den Grundriss. Ja. Die Wartezeit, wenn ich mich heute entscheide? 2 Jahre? Also der ein oder andere Händler hat vielleicht noch einen, aber wir sind jetzt schon in 23 ja, mit freien Bauplätzen. Ja. Mach mal hinten auf, bitte. Ja, genau. Jetzt mal reinschauen. Das ist schon sehr speziell, die Fahrzeuge nicht ganz günstig, muss man sagen, aber man muss ja immer vergleichen, keine Äpfel mit Birnen. Richtig, das hier ist ein Konzept gedacht, sehr langlebig. Genau. Die meisten fahren noch, oder? Ich würde fast sagen alle, ja. Das ist so, ja. Und das ist auch ganz selten, dass ein Nova-Fahrer sein Fahrzeug verkauft und dass dann mal was gebraucht auf den Markt kommt. Also da gibt es vielleicht eine Handvoll, ja. Alles ist auch wirklich Scharniere, die habe ich auch noch nie gesehen, die da sind. Also man legt absoluten Wert darauf, dass es wahrscheinlich noch die ganz große Zombie-Apokalypse überlebt. Genau, definitiv, wenn dann im Nova. Und man sieht halt auch einfach, dass alles ganz passgenau ist. Also sei es jetzt hier mit dem Elektrikfach, wo alles ganz aufgeräumt verbaut ist. Also, was haben wir hier drin? Ach, die guten alten Votronic. Funktioniert. Ja. Also alles, was hier drin ist, AGM. Genau, Lithium haben wir natürlich auch. Auf Wunsch. Oder Gelbatterie. Also da ist alles zu haben. Ja. Man kann ja bei Lastrada sehr individuell konfigurieren, sei es die Farben oder die Technik. Interessant auch der Fahrradträger. Also kein Mensch möchte beim Lastrada den Fahrradträger am Heck anflanschen. Denn das Heck kaputt zu machen, das ist schon direkt dann Frevel. Aber es ginge wahrscheinlich eine Anhängerkupplung, ginge Fahrradträger. Natürlich, können wir alles ab Werk mitbestellen oder nachrüsten, das ist kein Problem mehr. So, ich habe die Fahrzeuge, wie gesagt, in Bern ja gefilmt. Die Nachfrage an den Videos, also an dem Fahrzeug, exorbitant. Du hast es ja gesehen, einige hunderttausend Aufrufe auf den Videos. Ich grüße dich. Hallo. Jenny, das ist mein ganz anderes Fahrzeug. Wir gehen gleich mal zu dir rein. Wir gucken noch ein bisschen von außen. Alles aber wie fühlt es sich denn an? Ja, ist auf jeden Fall auch sehr gemütlich. Sehr gemütlich. Schön. Schauen wir gleich mal rein. Das ist schon wirklich Hightech hier. Lackierung, alles. Die Form zu entwickeln, wenn das aus einem Stück ist, da reden wir aber richtig viel Arbeit, oder? Ja, also da hat Lastrada auch natürlich lange gebraucht, bis das neue Modell jetzt im letzten Jahr vorgestellt wurde. Sind dann halt auch, sage ich mal so, die Feinheiten wie mit der eingelassenen Markise, die nicht übersteht. Oder kaum, ja. Oder kaum, ja. Wenn man es vergleicht jetzt mit dem Kastenwagen. Absolut. Also, die ist fast drin. Ich zeig's mal gerade. Hier sieht man, also das ist die Formung. Die Modellbezeichnung bei dem? Das ist jetzt der Nova EB für Einzelbetten dann, ja. So, Nova EB. 1,99 Meter. Also so, kostet 10 Meter lang. Liste 103.000 am Ende des Tages, das habe ich schon übernommen, genau. 157.329 und genau. Da würde noch ein bisschen was gehen. Das steht auf 3,5 Tonnen oder was? Nein, also der ist jetzt auf 4,4 Tonnen zugelassen. 3,5 Tonnen lassen sich jetzt hier nicht mehr mit einer vernünftigen Zuladung realisieren. Beim Nova M kann man das noch, aber ich sag mal, im Regelfall wird er schon auf 4,1 Tonnen zugelassen, um eben dann noch. Es geht hier relativ weit hoch. Ist das hier ein Doppelbodenkonzept? Oder? Genau, hier haben wir Doppelboden mit drin. Ist auch komplett isoliert, natürlich auch vollständig wintertauglich. Also da kann man das ganze Jahr mit reisen. Ja. Aufbautür haben die auch selber gebaut? Natürlich, ja. Ist ja wie gesagt aus natürlich. Einem Bus, ja. Cool. Ja. So, komm, wir gehen mal kurz zum Rum. Ja, ist das Heckantrieb, Frontantrieb? Genau, Heckantrieb kann man aber auch als Allrad bekommen, ja.
Das ginge auch. Wie ist bei dir die Nachfrage, Allrad? Gut, ich bin ja an der Schweizer Grenze, sage ich mal, in der Nähe zu den Bergen. Da ist bei uns der Allradanteil bei allen Herstellern sehr, sehr hoch und sehr gefragt. Wir sind jetzt natürlich alle gespannt auf den neuen Allrad von Mercedes. Das ist ja die neue Formatik, die dann kommt. Jetzt gibt es noch die letzten mit dem alten Allrad und dem 3-Liter-Motor, die jetzt ausgeliefert werden. Aber ich weiß, ja. Ich habe ja bei Kabe haben wir, ich glaube, 50 Stück auf einmal verkauft mit dem Händler. Die Vierzylinder sollen auch nicht schlecht sein. Ja, definitiv. Haben dann sogar ein bisschen mehr Leistung, was ich jetzt gehört habe. 211 PS ist die größte Maschine. Also ich denke mal, das wird sich dann auch sehr gut fahren. Und die Automatik ist natürlich dann nochmal besser mit der neuen Gang. Dann werden wir unser Ihr habt die schön nah nebeneinander gestellt. Ich kann die andere Seite gar nicht sehen. Aber bei dem anderen Schwestermodell habt ihr sie auch so hingestellt. Ja. Trotzdem zeigen wir mal ganz kurz. Es gibt eine zweite Tür. Der man kann von beiden Seiten laden und entladen, ja klar. Das ist das Schwestermodell ein bisschen kürzer? Genau, der Nova M, der ist ein kleines Stückchen kürzer, einen halben Meter ungefähr, 6,46 Meter. Der ist jetzt für drei Personen, der hat vorne ein Hubbett, was sehr geräumig ist und hinten nochmal ein Querbett, auch mit 2 Meter Länge. Genau, für drei Personen dann. Wie viele Fahrzeuge hast du denn bei dir unten am Bodensee? Zurzeit. Die sind unglaublich gefragt. Oder? Ja, also Lastrada habe ich im Moment gar keinen mehr auf Lager. Da bekomme ich aber wieder die nächsten frei verfügbaren schon Ende des Jahres. Ist schon gut hier die Messe, oder? Wenn man hier hinkommt. Aber wir werden jeden filmen. Also ihr könnt euch die Sachen mal angucken. Ja. Du hast ja gesehen, also für mich war das ein absoluter Überraschungssieger. Ja. Viele Abrufe aus Amerika. Okay. Da gibt es ja viele, die so von der Optik her so ähnlich aussehen, auch komplett integriert. Breite ist nicht viel breiter als das Original, oder? Genau, ist jetzt ein paar Zentimeter. Die machen aber unheimlich einen Unterschied vom Raumgefühl, wenn wir gleich mal drin sind. Das fühlt sich dann nicht mehr an wie Kastenwagen. Ja. Weil der normale Mercedes Sprinter in der Urform ist als Wohnmobil ja gar nicht so geeignet vom Innenraum. Ja, also geht auch, aber ist natürlich dann doch schon deutlich schmäler auch in den. Sehr schmal. Also die Leute, die den ausbauen, da muss man dann schon mit Ausbuchtungen arbeiten und so weiter. Du bist noch so jung. Danke, 38 jetzt. Echt? Genau, ja. Wann hast du angefangen, Reisemobile? Reisemobile erst 2018 beruflich, davor eigentlich nur als Hobby. Genau. Also bin da jetzt noch gar nicht so lange dabei. So. Komm, wir gehen mal rein. Das ist jetzt mal was ganz Exklusives. Auto kostet 157.000 Euro. Als hätte ich fast gesagt Kastenwagen, aber es ist ein teilintegrierter. Ja. Das siehst du hier. Jetzt was ganz Interessantes, so Lichtkonzepte, indirekte Beleuchtung und so. Genau. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ist das hier jetzt im Moment das Putzlicht, was an ist? Oder? Ja, wir haben ja natürlich noch die Messelampen oben, aber das kann man auch alles dimmen. Man kann zum Beispiel auch in den Einsätzen Messelampen drin? Ja, genau. Mein Gott, die müsste man fast zwangsausmachen. Ja. Das sieht so schlimm aus. Das stimmt. Wir haben aber überall natürlich indirekte Beleuchtung, dann nochmal Leselampen, LED, die man auch dimmen kann. Also das ist hier überall in den Möbeln. Wenn du mal so lieb bist, mal alles anmachst, was geht, weil wir müssen mal gegen diese Messelampen arbeiten. Die sind so schlimm. Also das bin eben reingekommen und gedacht, naja, so gemütlich ist es nicht. Die strahlen wirklich, machen echt hell. Wir haben überall die Touchlampen. Das ist schön. Ja. Auf der anderen Seite, da kommen jetzt gerade ganz. Warte mal, ich gehe mal kurz ran. Touch. Genau, da kannst du die. Ah, das sieht ja schon viel besser aus. Und da auch drunter? Ja, die sind dann auch genau an der. Hinten. Ja. Und dann nochmal die Lichtschilder. Jenny, wenn du mal so lieb bist, geh mal aufs Bett hinten drauf und aktivier mal ganz kurz die Lichtschalter. Dann teilen wir uns das, dass wir mal ein bisschen Atmosphäre hier ins Fahrzeug reinkriegen. Hat's echt hell hier ich kann mir vorstellen, das Fahrzeug sieht im Original viel schöner aus. Ja, mit so auf der Kamera kommt das jetzt wahrscheinlich recht grell rüber. An den Enden von den Leuchtstreifen. Guck mal hier, da sind so Leuchtstreifen unten drunter und ganz am Ende ist so ein kleines Touchfeld. Nee, an den Leuchtstreifen, guck mal. Und da drauf drin, genau. Ah, okay. Und dann ist wahrscheinlich auch dimmbar, oder? Ja, genau. Wenn man mehrfach drauf drückt, wird es jetzt ein bisschen heller und dunkler. Genau, wenn du mal gerade ein paar Mal drauf drückst, dass es mal ganz hell wird. Genau, wenn es hältst, wird es wahrscheinlich gedimmt. Ja. Einmal runter und jetzt nochmal loslassen und halten. Ne, ruhig festhalten, jetzt wird es wieder dunkler. Und jetzt nochmal loslassen und halten. Und jetzt halten. Jetzt wird es hell, siehst du? Ja, viel besser. Ja, das ist. Und das gleiche bitte nochmal auf der anderen Seite. Man muss ja fast einen Stecker ziehen. Ja. Komm. Ja. Hat echt viel Platz hier drin. Ja, genau. Also es ist wirklich dadurch, obwohl wir jetzt nicht so weit weg sind vom Kastenwagen, ist es doch ein ganz anderes Raumgefühl. Man hat auch sehr viel Stauraum. Also von da ist jeder Zentimeter genutzt. Auch im doppelten Boden haben wir nochmal Fächer. Mhm. Und jetzt hier gerade auch im Einstiegsbereich zum Bett. Das ist dann doch schon ein Unterschied, sage ich jetzt mal, zum normalen Sprinter. Ist der eigentlich nutzbar, der Doppelboden von außen auch? Kommt man da ran? Von außen nicht, aber hier von oben kann man den eben beladen und es gibt halt auch ein anderes Raumklima. Hier haben wir überall eben nochmal Fächer,
Das ist jetzt gerade so ein Schutzteppich, nehme ich an, für die Messe, oder? Für die Messe. Mhm. Und da hat man überall dann nochmal Stauraum und wie gesagt... Also daneben, zeig mal bitte. Das Raumklima ist natürlich auch nochmal ein ganz anderes. Der Boden ist schön, ja. Ganz schlicht. Und auch drüben unter der Treppe, das ist auch genutzt, Schubladen. Genau, also da ist jede Stufe nochmal genutzt. Kleiderschrank, wie sieht es damit aus? Genau, also Kleiderschrank haben wir hier einmal nochmal links. Zeig mal bitte. Ich gehe mal gerade hier in die Dusche. Wir sind ja immer noch... Da haben wir natürlich auch nochmal durch den doppelten Boden nochmal Platz nach unten. Also da haben wir auch sehr geräumige Fächer. So, jetzt sind die Schweizer, glaube ich, da geht es ja direkt los mit dem Lkw-Führerschein, aber die haben jetzt, glaube ich, auch den C1E, oder? Neuerdings. Nicht nur den CE. Du hast viele Schweizer als Kunden? Ich habe viele Schweizer als Kunden, genau. Klar, also wir sind natürlich, hier haben wir natürlich auch auf Kundschaft, die noch den alten Führerschein hat, mit den 7,5 Tonnen, wo das jetzt nicht so ein Thema ist. Ja, sonst ist halt mit den über 3,5 Tonnen die Einschränkung halt auf 100 km/h, aber viel schneller fährt man ja meistens mit seinem Reisemobil nicht. So, und da ist es nochmal... Seitenbord. Sag mal, die haben jetzt COC oder ist es hier eine Einzelabnahme bei denen? Nee, wir haben COC, genau. COC, das heißt also in ganz Europa. Die Schweizer akzeptieren COC aus Europa? Ja, das ist kein Problem. Also wir bereiten auch als Händler den Export so weit vor, dass der Kunde da eigentlich fast nichts mehr zu tun hat, also außer am Zoll seine Steuern zu bezahlen. Ja, ich war jetzt in Interlagen. Ich habe viele Schweizer Zuschauer, muss ich fairerweise gestehen. Wenn du hier mal kurz hoch machst, das ist wahrscheinlich kein normales Kochfeld. Genau. Sondern da habt ihr was Schönes. Ah, doch, das kennt man. Die Türken, lass grüßen. Das ist so, ich glaube, kommt aus der Türkei. Ganz tolles Kochfeld. Doch, das funktioniert sehr zuverlässig. Hat jetzt auch im Moment keine Rückrufaktion. Der eine oder andere ist da ja gerade geplagt bei Dometic. Also da sind wir eigentlich ziemlich happy mit, ja. Ja, und das Coole ist, lässt sich ultra leicht reinigen. Genau. Wenn du mal gerade dieses Feld rausnimmst, mal dieses Grillteil. Heißt, wenn mal die Milch überläuft... Dann nimmst du es einfach ab und kannst es dann abwischen nach rechts, siehst du? Ja, sehr gut. Hier ist auch noch ganz viele Fächer. Wo? Oh, zeig mal. Hier. Okay. Ah. Ja. Da haben wir jetzt auch noch den Dachklima über dir. Aber wie gesagt, das kann man alles individualisieren. Auch jetzt hier die Dekorfarben und Korpusfarben. Wahrscheinlich aus 10.000 verschiedenen. Genau. Und auch die Stoffe, Teilleder und Leder für die Sitze. Gibt es, glaube ich, 150 Kombinationsmöglichkeiten ungefähr. Hast du schon viele verkauft? Beim Nova ja. Also allgemein, Lastrada ist selten auf dem Hof zu finden, weil die eigentlich schon immer verkauft sind, bevor sie bei uns eintreffen, definitiv, ja. Ja, große Nachfrage. Der Name ein bisschen komisch, weil die im Prinzip Fahrzeuge aus Italien oder aus Frankreich, die wollen immer deutsch klingen, Bavaria und so. Ja. Und Lastrada klingt italienisch. Hast du nicht den einen oder anderen, der sagt, naja, ein italienisches Fahrzeug will ich nicht haben? Das Missverständnis gibt es schon ab und an, ja. Das ist, aber viele Kunden haben sich mit der Marke auch schon wirklich länger auseinandergesetzt, das muss man schon sagen. Die haben ja ihren Fanclub. So, Toilette, das ist jetzt eine Kassettentoilette? Oder? Genau, das ist jetzt eine Kassettentoilette, was halt hier schön ist, dass man einmal die Dusche separiert hat, da muss man dann weniger putzen mit einer richtigen Abtrennung. Ja, und das Waschbecken lässt sich wegklappen, das ist auch ganz cool gelöst. Dann hat man natürlich noch mal mehr Raum fürs Duschen. Normalerweise ist jetzt hinten in der Halterung noch ein Seifenspender, den haben wir jetzt in der Messe mal weggemacht. Also das ist dann auch sehr aufgeräumt zum Duschen. Ist da drin, wo der Spiegel ist, auch noch ein Schrank? Genau, den kann man aufmachen, die rechte Seite zuerst, genau. Wenn man drücken, oder? Dagegen drückt, ja. Und dann, wenn man von innen reingreift, kann man auch den Pushlock wieder öffnen, um das Waschbecken auszuklappen. Das ist auch ganz schlau gemacht. Ja. Da oben drüber ist noch eine Lampe, bitte mal anmachen. Ja. Genau, die ist auch wieder mit Touch, ja. Ja, okay. Mit Touch und da ist auch schön hell. Ja. Es erinnert mich so alles so ein bisschen an Offroad-Bau, also Manufakturbau. Da liege ich nicht falsch, oder? Nee, also man kann das schon noch aus meiner Sicht als Manufaktur bezeichnen. Sind ja ungefähr so 300 Fahrzeuge, die Lastrada produziert. Im Jahr. Im Jahr, genau. Deswegen natürlich dann auch dementsprechend die bei der hohen Nachfrage die etwas längere Lieferzeit. Ja, du kannst hier abtrennen. Wie funktioniert das? Das ist auch ganz schön gemacht. Das hier haben wir nochmal einen Vorhang. Da kann man hier den Schlafbereich abtrennen, wenn jetzt abends jemand noch länger... Ach, das ist ein riesiger Magnet, damit es nicht klappert, genau, gell? Ja, da klappert nichts mehr. Es klappert überhaupt nichts, oder, bei dem Auto? Ich würde sagen, ja. Also oder wenig? Hört man eigentlich nichts mehr. Weil es sind ja doch ein paar Aufbauten, die könnten klappern, die da sind. Ja. Und dann? Wie funktioniert das? Einfach rausziehen? Genau, also man kann den Vorhang hier einfach ausziehen und dann habe ich den Schlafbereich komplett abgetrennt. Einmal zeigen, bitte. Ich will einmal kurz das Feeling mal sehen, wie das ist. Mit zwei Druckknöpfen. Ich liebe Vorhänge, du weißt warum? Die sind leicht und klappern nicht. Genau. Das ist auch wieder mit einem Druckknopf.
Und dann hat man hinten abgedunkelt. Und, also könnte ja mal einer. Das ist auch lichthemmend dann. Ja, ja. Okay. Also ich kann schon nicht schlafen, wenn eine kleine Kleinigkeit schon reinleuchtet, so ein Notebook von mir vorne, dann, dann wird es schon eng bei mir. Hier vorne ist übrigens noch wir, eine. Wir haben vorne natürlich nochmal Verdunklung. Also das ist, wie gesagt, ein Halter für Handtücher oder Bademäntel. Ach so, ja, alles klar. So, hier oben ist eigentlich dann normalerweise nochmal ein kleines Heki. Hier hast du dann Ablagen, Medikamente, was weiß ich. Genau, zwei Fenster, meine Seite eben oben nochmal im Dach, wo jetzt die Messelampe sitzt. Also Fenster sind da. Dann Rollläden hier. Ich zeig's übrigens so genau, weil das war eines der meist abgerufensten Videos aller Zeiten der Lastrada in Bern vom Kollegen, der war auch übrigens so cool. Hast du das Video mal gesehen, gell? Der Schweizer Kollege, der da war. Und genau, ich komme mal kurz raus. Die dann kannst du. Ja, leider nicht in voller Länge, glaube ja, ja, die wurde ganz übel, wurde freitags abgebrochen, mittendrin. Also für alle Beteiligten ganz schlimm. Ja. Alle haben aufgebaut und dann die wichtigsten Tage, ist ja klar, morgen geht's ja los. Ja. Genau, aber wir haben ja hier auch ein sehr gutes Messekonzept in Düsseldorf, also es hat ja letztes Jahr auch schon sehr gut funktioniert mit den Hygienemaßnahmen. Ich denke, das passiert uns hier nicht. Sag mal, Tim, ist das da vorne ein Bett? Nein, das ist jetzt im EB kein Bett, das ist da das Staufach für den Tisch, den können wir dort oben dann die Tischplatte noch verstauen. Im Schwestermodell nebenan haben wir dann eben hier vorne das Hubbett und hinten dann noch das kleine Querbett. Das sehen wir ja im nächsten Video. Ja, klasse. Also hier auffällig ist natürlich die Bepolsterung hier. Ja, genau, das sind die Lederpolster. Ja. Es gibt aber auch Teilleder und Stoffe und da, wie gesagt, alle Farben. Da haben wir 150 verschiedene Möglichkeiten an Polsterung. Ja. Aber ich denke, so am wichtigsten ist der Aufbau. Also, wo viele Leute auch geflecht sind, wenn sie das sehen mit dieser Voll-GFK-Karosse. Genau, ja. Das ist so und wer sich da ein bisschen auskennt, so Werkzeuge oder Manufaktur, da geht richtig Zeit drauf, oder? Genau, ja. Also das ist auch in der Produktion natürlich deutlich langwieriger, wie jetzt der normale Kastenwagen. Ja. Die werden wo gebaut? Hier? In der Nähe von Frankfurt, in Echtzell. Sag mal so lieb, wenn du das mal runterklappst. Ja. Du nicht. Hier haben wir rechts und links die Verriegelung. Ja. Ich kann es aber auch. Ja. Ja, ist schon offen. Okay, das ist ein Staufach. Ablage oder die Tischplatte eben dann auch oben nochmal verstauen. Die sollte während der Fahrt nicht montiert sein? Die meisten legen es oben rein, genau. Ja. Geh mal gerade bitte auf den Fahrersitz. Also ich kann jetzt auch mal. Jenny, du kannst gerne auf den Fahrersitz mal kurz raufgehen. Ich will mal gerade sehen, vom Platz her, ich brauche noch irgendwas, ein schönes Startfoto, aber ich glaube, ich nehme das von draußen. Es ist klar, ich meine, es ist ein kurzes Fahrzeug. Länge nochmal insgesamt? 6,99 Meter sind wir hier. 7 Meter. Ja. Gut, und wenn du dich mal reinsetzt gerade. Mhm. Du bist, wie groß bist du? Ich bin 1,70 Meter. Also. Gut. Ist nicht der Größte. Ja, aber ich muss immer dazu sagen, damit die Leute ungefähr die Proportionen so ein bisschen wissen. Du bist 1,75 plus Schuhe. Das geht. Das ist jetzt ein, ist das das größte Fahrzeug? Ist jetzt das größte Fahrzeug von Lastrada. Genau. Und die haben ja auch reine Kastenwagen, haben sie auch? Genau, ja. Da haben wir auch etliche Grundrisse, ja. Ich gar nicht gesehen im Bern. Das war wahrscheinlich so die. Ich kann mir vorstellen, dass in der Schweiz, dass das hier so wirklich so der Renner ist, ja, mit dem GFK und so. Ja, was aber denn auch die Kastenwagen, also da verkaufen wir auch sehr viel in die Schweiz, weil es natürlich auch eine der wenigen Marken ist, wo man noch so viel individualisieren kann. Also ich nehme mal an, du kannst ja alles individualisieren. Du kannst sagen, welche Heizung ich haben möchte, ob eine Truma D oder eine Alde geht nicht. Nee, Alde nicht. Also da setzen wir voll auf Truma, sei es die Gasheizung oder die Dieselheizung oder mit E-Stab. Mhm. Das ist alles verfügbar, auch bei den Kühlschränken vom Kompressor. D würde aber gehen. D also würde gehen, ja. Tankgröße, was kann man da machen? Diesel sind beim Sprinter sind knapp 80 Liter, beim Ducato sind es 90 Liter. Ja. Ah, den gibt es auch auf Ducato? Also den Nova nicht, aber die Kastenwagen, genau. Ja. Okay. Was ist hier mit dem Brett? Was kann man da noch machen? Das ist nochmal Arbeitsplattenverlängerung. Mach mal bitte. Ja. Okay, das heißt, hier kannst du dann arbeiten. Ein ganz spezielles Konzept. Schade mit dem Licht. Du kannst nicht mal gerade einen Stecker ziehen? Nee. Da muss ich mal kurz fragen. Frag mal, weil einmal die natürlich, Zuschauer werden es dir danken, weil ganz ehrlich, so würde ich ihn nicht kaufen. Schon ein bisschen grell, ja. Ja. Und gerade das indirekte Licht, das macht ja unglaublich viel Ambiente. Was ist das hier eigentlich?
Das ist, damit du die Höhe von den Armlehnen verändern kannst. Wenn du daran drehst, genau, wenn du mal gerade runter machst, ganz runter, ganz runter und dreh mal dran, dann gehen die hoch und runter. Das ist deswegen so wichtig, wenn du jetzt eine andere Körpergröße hast, dann legst du bei langen Fahrten einfach die Ellenbogen drauf. Okay. Sehr, sehr praktisch. Und dass man dort auch die, genau, das ist so, leider nicht, geht nicht. Die, von den Traversen abgehangen sind. Ja. Ah, das ist nicht schlimm. Aufhängen. Dann müssen wir die Halle ausschalten hier. So, wir denken uns den Rest, so ist es. War was hier drunter, Tanks? Hier ist jetzt nochmal Technik mit drunter, genau, und Tanks und die Heizungsanlage. Ja. Da ist das zugänglich zum Sehen? Jetzt bisschen was? Hier nicht, wir können schon gucken. So ein ganz kleines bisschen sieht. Ja, mich interessiert immer so, wie ist das eingebaut, wie sieht das Elektro aus? Ah, jetzt merkt man natürlich, klar, der Tisch, dass der abgenommen werden kann, das ist kein Nachteil. Genau. Und da hast du dann auch so Revisionsklappen. Ja. Achtung. Achso, nee, da komme ich jetzt so hier gar nicht ran. Nee. Ist nicht schlimm. Genau. Machen wir beim nächsten. Ich überlege nur gerade, wenn der zweite hier sitzt, da wird das Fach wird rausgenommen, da können die Füße rein, gell? Genau. Okay. Cool. Fernseher ist hier vorne. Genau. Fernseher ist natürlich auch ab Werk schon zu bekommen mit dem Schwenkarm, dass man den nach hinten dann nochmal klappen kann. Satanlage, ist das überhaupt ein Thema? Ja, doch. Also nehmen doch schon noch viele. Aber was wir auch mehr verbauen, ist mittlerweile WLAN-Router mit LTE-Verstärker. Also dass man auch mobiles Internet abseits der normalen Wege hat. Genau. Schön. Komm, wir gehen raus. Mal eine Abmoderation, zwei Längsbetten. Ich sage immer, des Deutschen liebstes Kind ist das Längsbett. Es gibt nur Längsbetten hier, gell? Im EB ist eben das Einzelbett mit Längsbett. Ah. Und beim anderen haben wir ja das Hubbett dann oben mit dem Querbett. Komm, wir stellen es mal kurz davor, dass wir den nochmal komplett draufkriegen. Bis zu 5 Jahre Garantie, was heißt das? Genau, also wir geben jetzt als Messeangebot auch nochmal die Garantieverlängerung mit dazu, weil Lastrada da eben auch so überzeugt ist. Also für den kompletten Aufbau, oder? Für den Aufbau, genau. Also das weitestgehend ist alles mit abgedeckt und das Fahrzeug, das Chassis als solches auch. So, und du bist Tim? Ich bin Tim von Seecamper am Bodensee. Seecamper, lässt sich leicht merken, am Bodensee. Und du hast wahrscheinlich Kunden aus der ganzen Welt, oder? Aus ganz Europa, kann man sagen, ja. Also, wirklich so, weil die Marke so, die Leute gucken schon, ich nehme an, du hast jeden Tag Anrufe, fragen, was hast du an Lager? Ja, genau. Kommt da noch was? Hast du was im Vorlauf? Genau, ja. Nee, also wirklich, wir haben Kunden aus ganz Europa und das ist auch echt schön, ja. Ja, wir haben eine ganz große Neuigkeit, da dürfen wir nicht drüber sprechen. Nächstes Jahr wird sich was für dich tun, aber wir lassen mal dieses Geheimnis mal unbelüftet. Ja. Auf jeden Fall was ganz Großes kommt. Ja. Und ja, wenn Sie Lust haben, fahren Sie dann zum Seecamper, lieber Tim. Und wir drehen heute am 27. August 2021. Ganz anderes Konzept, fast Handarbeit, muss man sagen. Das GFK, hast du ihn schon gesehen, wie es aussieht? Ja. Komplett? Also alles aus einem Guss? Schon ziemlich krass. Also ich zeig dir mal gerade den Unterschied. Die Farbe. Guck hier, bei dem Silbern siehst du es ganz gut. Ja? Ah ja. Da gibt es keinen Übergang. Also wo so die anderen Stoßstellen haben, da ist was verschweißt und so. Und das ist alles wie aus dem Schiffsbau. Ist das laminiert, oder? Ist das richtig? Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das laminiert bezeichnet, aber es ist wie gesagt ein Teil und da gibt es keine Stoßkanten etc., was über die Jahre undicht werden kann. Ja. So, und jetzt schauen wir uns den Nova M an. Hier vorne ist er. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Tim. Danke dir. Tschüss. Tschüss.